Hallo alle zusammen, ich bin der Bibeldenker Jonathan und heute schauen wir uns zusammen ein Video von Terra X an. Darin werden fünf Fakten über die Bibel vorgetragen und die haben eine Richtigstellung verdient. Insbesondere schauen wir uns die Entstehungsgeschichte der Bibel an, die mir, wie ihr wisst, sehr auf dem Herzen liegt. Das Video hat eine recht lange Einleitung und die ersten anderthalb Minuten schauen wir uns nicht an, da passiert nicht viel, sondern wir steigen gleich rein in den ersten von fünf Fakten, die Terra X über die Bibel anbringt. Fakt Nummer 1. Altes versus Neues Testament. Wir beginnen vor ungefähr 3000 Jahren und werfen einen Blick auf die Entstehungsgeschichte des Alten Testaments. Das lässt sich in vier verschiedene Gruppen von Büchern aufteilen. Die Gesetzbücher von Mose, die Geschichtsbücher über die Geschichte Israels, Lehr- und poetische Bücher mit Lebensweisheiten und zuletzt die Prophetenbücher, die über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erzählen. Okay, und hier unterbreche ich schon das erste Mal. Das ist nicht falsch. Es ist nur sehr unorthodox. Normalerweise wird das Alte Testament oder der Tanach in drei Teile eingeteilt, statt in vier, nämlich in die Tora, die Propheten, Neviim, das N in Tanach, und die Schriften, das K in Tanach, für Retuvim. Also wie gesagt, das ist eher eine Technikalität, aber die übliche Einteilung ist einfach in drei Teile, nicht als da jemand mal drüber stolpert. Darin berichtet werden vor allem alltägliche Geschichten und Lebensweisheiten, die, bevor sie verschriftlicht wurden, von Nomaden im alten Israel über Jahrhunderte in mündlicher Form überliefert wurden. Okay, und das ist sicher für Teile vom Tanach richtig. Insbesondere Teile von Genesis müssen natürlich über Jahrhunderte mündlich überliefert worden sein, bevor sie aufgeschrieben wurden. Und doch wenn man sich anschaut, was ist die sinnvollste Verfassungszeit und so weiter, wir gehen da jetzt nicht im Detail rein, aber für Teile vom Tanach stimmt das, aber nicht für alle. Zum Beispiel gibt es Prophetenbücher, die einfach mal niederschrieben, was Gott einem Propheten gesagt hat. Der hat das bekommen, hat es niedergeschrieben und dann war das Buch ein Jahr später quasi fertig. So, das heißt, für Teile vom Tanach stimmt das, dass es eine lange mündliche Tradition gab. Für andere Teile gab es vielleicht auch schriftliche Vortraditionen. Für andere Teile gibt es einfach keine lange Tradition, sondern die Bücher wurden sofort aufgeschrieben. Aber gut, das Video von Terra X ist natürlich sehr kurz und ich erwarte hier auch nicht, dass jedes Detail irgendwie genau angesprochen wird. Also hören wir mal weiter. Wenig verwunderlich, dass ihnen diese so wichtig waren, denn wenn man so möchte, ist im Alten Testament schon alles drin, was man so als Ratgeber fürs Leben braucht. Gesetze, eine Herleitung der Menschheitsgeschichte, Tipps und Tricks für schlechte, aber auch gute Zeiten. Okay, die Grundaussage von diesem Abschnitt, und die kommt auch nochmal wiederholt in ein bisschen anderen Worten, ist, die Bibel ist hauptsächlich ein Buch von alltäglichen Geschichten. Und es ist hauptsächlich ein Ratgeber für unser Leben. Und mal wieder, ja, es gibt alltägliche Geschichten, die sich im Tanach finden, aber sicherlich nicht der Großteil der Bibel oder des Alten Testamentes besteht aus diesen Geschichten. Der Tanach und auch das Neue Testament ist ganz offen eine Schrift, in der Gott mit Menschen redet. In der Gott mitteilt, was er von uns Menschen will, in der Gericht angekündigt wird, in der Errettung vor diesem Gericht angekündigt wird. Es ist ein Buch, in dem Wunder geschehen, in dem übernatürliche Dinge passieren, die jetzt der, ich sag mal, durchschnittliche Atheist nicht einfach nur als Ratgeber fürs Leben lesen kann. So, die Bibel enthält zum Beispiel das Buch Sprüche, was einfach 31 Kapitel von Lebensweisheiten sind. Das ist Teil der Bibel, das stimmt, aber ich denke nicht, dass es der zentrale Punkt ist, sondern der zentrale Punkt ist die Beziehung zwischen Gott und Menschen. Und ich denke, es gibt so einen gewissen Bias bei manchen Leuten, die nicht wirklich an die Bibel glauben, aber die trotzdem gerne so die moralische Seite und die guten Lebensweisheiten aus der Bibel haben möchten und dabei versuchen, Gott aus der Bibel rauszudrängen. Aber das funktioniert einfach nicht. So, die ganze Schrift fordert uns auf, Gott nachzufolgen. Sie fordert uns auf, ihm treu zu sein. Und sozusagen, ich will nicht, dass Menschen die Bibel lesen und denken, ah, hier ist ein Ratgeber für mein Leben, damit ich weiß, wie ich mein Leben leben kann, sodass es mir gut geht. Das ist einfach nicht das Ziel, das ist einfach nicht der Kern der Schrift, sondern der Kern der Schrift ist deine Beziehung zu Gott. Und dazu fordert dich die Schrift auf.
um das mal mit den Worten von Josua 24,15 außer Kontext zu sagen, erwählt heute, wem ihr dienen wollt. Und das ist die Aufforderung der Schrift an uns Menschen. Entscheidest du dich dafür, Gott zu dienen oder nicht? Und das ist ein wichtiger Teil der Schrift und das ist ein Teil der Schrift, den wir nicht vergessen können, auch wenn wir die vielen Lebensweisheiten in ihr auch mitbekommen. So, das wird jetzt nochmal wiederholt und wir hören dann aber gleich weiter zu Ihrem nächsten Punkt. Erst als die damaligen Nomaden anfingen, sesshaft zu werden, fing das Volk Israels an, die Erzählungen über mehrere Jahrhunderte in Form des Alten Testaments schriftlich festzuhalten. Ein Leitfaden fürs Leben. Im Neuen Testament stehen dagegen vor allem Geschichten von Jesus. Die aus dem Judentum entsprungenen Christen wollten sich dadurch von ihrer Ursprungsreligion abgrenzen. Denn anders als die Juden sahen die Christen Jesus als Messias an. Ohne ihre Wurzeln zu leugnen, stellte das Neue Testament für die Christen eine Art Parteienprogramm dar, mit eigenen Inhalten und Standpunkten. Okay, hier gibt es ein bisschen was zu sagen. Fairerweise, bevor ich gleich mit meiner Ausführung anfange, Sie haben gesagt, die Christen haben das getan, ohne ihre Wurzeln zu leugnen. Aber der Zusammenhang zwischen Altem und Neuem Testament ist viel, viel enger als nur, dass die Christen vorher mal Juden waren und dann eine neue Religion angefangen haben, die auf der alten Religion aufbaut. Der Zusammenhang ist viel, viel enger. Und wir schauen uns zuerst mal das Selbstbild sozusagen des Neuen Testamentes über sich selbst an. Was sagt denn das Neue Testament über den Zusammenhang zum Alten? Ich habe hier Matthäus 1, Verse 1 bis 2 mitgebracht. Das sind die ersten beiden Verse, wenn du ein Neues Testament aufschlägst. Damit fängt das Neue Testament an. Buch des Ursprungs, Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Und dann geht es die nächsten 20 Verse weiter mit einer langen Genealogie, mit einem langen Stammbaum von Jesus. So, worum geht es im Neuen Testament? Es geht um Jesus, den Messias, und das Neue Testament beginnt damit zu zeigen, dieser Jesus ist der Sohn von Abraham. Der ist ein echter, waschechter Jude aus dem richtigen Geschlecht, da wo der Messias herkommen sollte. Und nicht nur im Matthäusevangelium, sondern auch im Markusevangelium. Wir lesen die ersten drei Verse vom zweiten Buch im Neuen Testament, so wie man die heute anordnen würde. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. In den ersten drei Versen von Markus werden zwei Propheten, nämlich hier Malachi und dann im Vers 3 Jesaja, zitiert. Und das ist nicht eine Besonderheit, dass ausnahmsweise mal ein Vers im Neuen Testament das Alte Testament zitiert, sondern das passiert konstant durchs ganze Neue Testament durch. Es gibt ungefähr, sagen wir mal, 800, 840 Zitate oder Anspielungen im Neuen Testament auf das Alte Testament. Und um das in Kontext zu bringen, es gibt 8000 Verse im Neuen Testament. Okay? Das heißt, durchschnittlich jeder 10. Vers im Neuen Testament ist entweder ein Zitat oder eine Anspielung auf das Alte Testament. Das heißt, selbst wenn wir es nur so ganz literarisch anschauen, das Alte und das Neue Testament sind unglaublich eng verwoben. Also natürlich kann das Alte Testament das Neue nicht zitieren, weil es vorher geschrieben wurde, aber das Neue Testament zitiert ständig das Alte Testament. Und jetzt schauen wir uns mal an, warum. Was ist eigentlich inhaltlich die Verbindung? Also wir sehen, es gibt eine literarische Verbindung, aber was ist inhaltlich die Verbindung? Und dafür gehen wir in Römer 1, Vers 16 und dann sage ich noch was dazu. Hier schreibt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Also was ist die Idee? Die Botschaft, das Evangelium, also die Botschaft von Jesus Christus, gehört zuerst den Juden. Und das klingt für uns, die wir alle wahrscheinlich keine Juden sind, ein bisschen komisch, aber wir müssen uns einfach mal die Geschichte anschauen. Wie ist denn dieses frühe Christentum, wie ist denn das Neue Testament entstanden? Fast alle der frühen Christen waren Juden.
Und insbesondere bis auf Lukas, der Lukas und Apostelgeschichte geschrieben hat, jeder einzelne Autor des Neuen Testaments war ein Jude. Und Paulus, von dem ich gerade gelesen habe, aus dem Römerbrief, von dem so viele Briefe stammen und dessen Briefe so viel von der, ich sag mal, tiefen Lehre und Theologie enthalten, war ein Jude, okay. Aber nicht nur das, er war ein Pharisäer in der strengsten Sekte des Judentums, in der Vorgängersekte, aus denen dann das rabbinische Judentum im Großen und Ganzen hervorgegangen ist. Und auch da habe ich noch einen anderen Vers für euch, nämlich Philipper 3, Vers 5. Hier schreibt wieder Paulus selber über sich selbst. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer. Und dann beschreibt er sich weiter. Also dieser Mensch war ein waschechter Jude. Wenn irgendwer im ersten Jahrhundert ein Jude war, dann Paulus. Und das war einer der großen Apostel, die sozusagen das Christentum angefangen haben. Aber was wir hier sehen, ist, dass es keine neue Religion ist, die sich das Judentum nimmt und dann irgendwas draufsetzt und irgendwas dazu erfindet, sondern das Christentum, was wir heute haben, ist eigentlich nur das Nachfolgen von Jesus, von Jeschua, dem jüdischen Messias. Das heißt, eigentlich ist das Christentum, was wir heute haben, das messianische Judentum, und Leute, die nicht Juden sind, dürfen auch mitmachen. Das ist das Christentum, was wir heute eigentlich haben. So ist es historisch entstanden. Und in einer kleinen Tangente, es gibt nichts, was jüdischer ist, als an den Messias zu glauben. Und aus diesem Grund gibt es auch heutzutage mehr und mehr messianische Juden, also Juden, die an diesen Jeschua, an Jesus, als ihren Messias glauben. Was Wunderbares ist, was wir heute sehen können. Und noch ein kurzer Kommentar zu dem, was wir heute als Judentum verstehen. Das rabbinische Judentum, was heute einfach nur noch Judentum genannt wird, ist tatsächlich später entstanden als das Neue Testament. Und zumindest Aspekte davon sind einfach eine Gegenreaktion gegen das messianische Judentum, gegen das Christentum. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die Mishnah, was so das erste definierende Werk für das rabbinische Judentum ist, wurde etwa 200 nach Christus fertiggestellt. In dem Moment waren alle Bücher des Neuen Testaments schon komplett geschrieben und die christliche Kirche, das messianische Judentum, hat schon für 100 Jahre existiert. Oder wenn man sich's an den Personen anschauen will, die so in den Bewegungen mitgemacht haben, Jesus hat zwischen ungefähr 0 und ungefähr 30 nach Christus gelebt. Rabbi Johannan ben Zakkai hat 70, 80 Jahre später gelebt. So, Paulus hat irgendwie zwischen den Jahren 30, vielleicht 40 und so 60, 70 seine Hauptarbeit getan. Rabbi Akiva ungefähr um das Jahr 130. Das heißt, das Christentum, aka das messianische Judentum, ist tatsächlich die jüngere Religion und das rabbinische Judentum ist später aus derselben Wurzel entstanden. Was wir also nicht haben, ist, dass das heutige Judentum da gewesen ist und dann sich das Christentum abgespalten hat, sondern wir hatten das alttestamentliche Judentum. Dann hat sich dieses aufgespalten in zwei Stränge. Das heutige Christentum und das heutige Judentum. Das heißt, so muss man die historische Beziehung zwischen den beiden Religionen verstehen. Also nein, die Christen wollten sich nicht vom Judentum abgrenzen, sondern das Christentum ist messianisches Judentum. Und das Christentum und das Judentum sind beide Abspaltungen aus dem alttestamentlichen originalen Judentum. Okay, jetzt geht's weiter mit ein paar Aufnahmekriterien. Jetzt geht's darum, wie ist das Neue Testament entstanden, und da geht's jetzt wirklich um die Wurst. Die Kombination aus Altem und Neuem Testament legte den Grundstein für unser heutiges, westlich geprägtes soziales Leben. Die 10 Gebote haben sich zum Beispiel über die Jahrhunderte hinweg als Grundwerte der westlichen Kultur verankert. Doch welche Werte die Bibel vorgibt und welche uns prägen, ist bzw. war kein Zufall.
Fakt Nummer 2. Aufnahmekriterien. Denn die Schriften, die es in die Bibel bzw. in das Neue Testament schafften, wurden im Rahmen zahlreicher kirchlicher Versammlungen, auch Synoden genannt, im Laufe des 4. Jahrhunderts festgelegt. Okay, und wir werden noch viel mehr Details von Terra X zu diesem Punkt hören. Und dann werde ich über Details später reden, wenn sie aufkommen. Aber ich will erstmal einen Überblick geben, so ein Top-Level, so eine Übersicht. Die Bücher, die es ins Neue Testament geschafft haben, eigentlich gibt es hier zwei Optionen. Nämlich Option 1, Gott hat die Bibel wirklich inspiriert und dann haben die Bücher es nicht in die Bibel geschafft, sondern Gott hat dafür gesorgt, in seiner Allmacht, dass wir die richtigen Bücher annehmen. Okay? Option 2, Gott hat die Bibel nicht inspiriert oder Gott gibt es gar nicht, dann ist die Formulierung natürlich richtig. Das heißt, hier wird, weil wie auch zu erwarten ist, ein atheistischer Standpunkt angenommen. Und dann, wenn man auf die Bibel draufschaut, ist es natürlich ein von Menschen erfundenes literarisches Werk. Das stimmt, aber das ist halt nicht die Position, die man als Christ hat, weil wir nicht glauben, dass die Bibel nur von Menschen kommt. Und wir werden nachher noch über die Details reden können. Die Bücher wurden im Rahmen zahlreicher Synoden im 4. Jahrhundert festgelegt. Das ist nicht richtig. Zumindest ist die Formulierung auf jeden Fall falsch. Ich habe schon ein Video zu dem Thema gemacht, das ihr euch gerne anschauen könnt und das ich hier verlinkt habe. Aber hier ist mal die Kurzform. Keine Synode, keine Versammlung von Kirchenvätern hat festgelegt, welche Bücher in die Bibel kommen. Aber natürlich haben wir Synoden, und wir werden nachher über die Details reden, in denen gesagt wurde, okay, diese Bücher sind in der Bibel. Also, was ist da los? Wie passen diese beiden Aussagen von mir zusammen? Naja, die Synoden haben sich einfach keine neue Sache ausgedacht, sondern die Synoden haben niedergeschrieben und quasi ratifiziert, was die Christen so oder so schon geglaubt haben. Also die Übersicht, die wir haben sollten, ist, es gibt keinen Skandal, so, es gibt keine geheime Versammlung von ein paar Dutzend Leuten, die sich über dieses Thema entschieden haben, sondern wir haben eine generelle Annahme von den Schriften in der gesamten Christenheit und dann wurde diese generelle Annahme in Kirchenkonzilien niedergeschrieben. Aber jetzt geht es noch mehr ins Detail und da wird es dann wirklich interessant. So zeigt unser zweiter Fakt, dass die Schriften keine direkten Überlieferungen Gottes sind, was vermutlich auch die wenigsten von euch bislang geglaubt haben. Die Texte wurden von Menschen überliefert, diskutiert, zusammengefügt und schließlich verabschiedet. Es ist also keine zufällige oder gottgegebene Sammlung, sondern ein sorgfältig editiertes literarisches Gesamtkunstwerk. Okay, hier waren zwei Aussagen drin, auf die ich eingehen will. Das erste ist, die Bücher sind nicht von Gott, sondern von Menschen zusammengefügt. Und das ist dieselbe Frage, die ich gerade eben schon gestellt habe. Naja, die Frage ist, gibt es Gott? Hat er die Bücher inspiriert oder nicht? Und dazu mache ich gerade eine Serie über Prophetie in der Bibel, die einen wunderbaren Beweis dafür gibt. Die ist noch in ihren Kinderschuhen, diese Serie, aber du kannst sie dir gerne anschauen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, okay, wenn Gott die Bibel inspiriert hat, kann er dann dafür Menschen benutzen, das zu tun? Ja, das kann er offensichtlich tun. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, hat Gott die Bibel inspiriert, ja oder nein? Und dass er Menschen dazu verwendet hat, ist sowieso offensichtlich. Aber was ich sagen will, ist die Aussage, dass Menschen die Bibel zusammengestellt haben, wir schauen uns gleich die Details an, die spricht nicht dagegen, dass Gott die Bibel auch inspiriert hat. Und dasselbe gilt für die zweite Aussage in diesem Abschnitt, nämlich, es ist kein zufälliges Werk, sondern ein sorgfältig editiertes Gesamtkunstwerk. Okay, aber kann ein allmächtiger Gott ein sorgfältig editiertes Gesamtkunstwerk an Menschen übergeben? Ja, offensichtlich. Also wieder die Tatsache, dass die Bibel ein Gesamtkunstwerk ist oder die Tatsache, dass es von Menschen aufgeschrieben ist oder sogar die Tatsache, dass Menschen sich überlegt haben, welches Buch Gott uns gegeben hat, spricht nicht dagegen, dass Gott uns das Buch gegeben hat. Es sind einfach zwei verschiedene Dinge, ob das ein literarisches Kunstwerk ist oder nicht und ob Gott es inspiriert hat oder nicht, sind komplett separate Fragen und die können wir beide separat beantworten. Dann gibt es noch ein Wort, ich bin mir unsicher, was Sie damit meinen, nämlich ein editiertes Gesamtkunstwerk. Ich
bin mir nicht sicher, was damit gemeint sein soll. Aber das Neue Testament ist so oder so nicht durch Editionsphasen gegangen. Das ist einfach nicht passiert. Wir haben ganz viele verschiedene Bücher, 27 im Neuen Testament. Und vielleicht gab es für einzelne Bücher Editionsprozesse. Zum Beispiel im Johannesevangelium könnte man sagen, dass der Prolog später geschrieben wurde als andere Teile vom Evangelium, solche Geschichten. Aber irgendwann waren halt die einzelnen Bücher fertig und wurden veröffentlicht, sage ich mal. Und danach war es halt fertig. So, es gab keine Editionsphase danach, wo Leute gesagt haben, vor 100 Jahren wurde hier mal ein Buch geschrieben, lass uns nochmal drüber lesen und nochmal editieren, damit es ein bisschen schöner ist. Das ist einfach nie passiert. Okay, es wurden Bücher geschrieben und dann waren sie fertig. Es gab keinen Editionsprozess. Und wenn du mehr dazu wissen willst, habe ich noch ein Video über textuelle Kritik. Da geht es darum, können wir herausfinden, was die originalen Autoren wirklich im Original geschrieben haben? Die Antwort ist ja, wir können das rausfinden. Und du kannst dir gerne das detaillierte Video dazu anschauen. Okay, wir gehen jetzt weiter im Video und als nächstes kommen die Aussagen, die mich dazu gebracht haben, dieses ganze Video zu machen. Das heißt, jetzt wird es wirklich interessant. Zwischen den Jahren 325 und 381 einigten sich die Kirchenvertreter auf drei Kriterien, die eine Schrift zu erfüllen hatte, um in das Neue Testament aufgenommen zu werden. Erstens musste der Text von einem Jünger Jesu, einem Augenzeugen oder von einem Interviewer eines Augenzeugen geschrieben sein. Zweitens war es Bedingung, dass die Schrift innerhalb des ersten Jahrhunderts verfasst worden ist. Und zu guter Letzt musste das Geschriebene mit anderen anerkannten Schriften übereinstimmen. Zwischen dem Jahr 325 und 381 einigten sich Kirchenvertreter auf drei Kriterien, die eine Schrift erfüllen muss, damit sie in die Bibel kommt. Jedes Wort an dieser Aussage ist falsch. Es ist völlig anachronistisch, mir ist absolut unklar, wie Terra X auf diese Aussage kommt. Und wir nehmen die jetzt komplett auseinander, weil einfach, wie gesagt, so gut wie alles an diesem Satz falsch ist. Zuerst mal das, was noch in Ordnung ist, nämlich die drei Kriterien, die sie dann wirklich genannt haben. Die Kirchenväter haben wirklich diese drei Kriterien genutzt. Erstens Apostolizität, also wurde das Buch von einem Apostel oder einem Gehilfe der Apostel geschrieben. Das war ein wichtiges Kriterium, stimmt. Zweitens innerhalb des ersten Jahrhunderts. Das ist ein bisschen aus dem Himmel gefallen, dass sie erstes Jahrhundert sagen. War jetzt nicht so, dass die Kirchenvertreter ein fixes Endjahr hatten und was davor und was danach geschrieben wurde, da wurde getrennt. Aber es stimmt, dass frühe Verfasserschaft notwendig war, um das Buch anzunehmen. Wobei das natürlich mit dem Punkt Apostolizität zusammenhängt. Ja, die Apostel sind auch irgendwann mal gestorben. Und natürlich, wenn das Buch von einem Apostel sein muss, dann kann es nicht zu spät geschrieben sein, weil die Leute da schon tot waren. Wir sehen aber zum Beispiel im muratorischen Kanon ungefähr 180 nach Christus, dass dieses Kriterium tatsächlich benutzt wurde. Dort wurde nämlich der Hirte des Hermas abgelehnt, weil er zu spät oder in unserer Zeit geschrieben wurde. Also nicht in der apostolischen Zeit, sondern danach. Das heißt, auch dieses Kriterium ist an sich richtig. Es stimmt, frühe Verfasserschaft war ein wichtiges Kriterium. Und das dritte ist Orthodoxie, oder sie haben gesagt, es muss mit bereits geschriebenen Schriften zusammenstimmen, und das ist auch richtig. Ja, also eine Schrift, die offensichtlich komische Aussagen enthält, wurde abgelehnt. Das heißt, die drei Kriterien, die sie genannt haben, die sind tatsächlich richtig. Und jetzt kommen die Sachen, die nicht stimmen. Das erste ist, Kirchenvertreter haben sich auf diese drei Kriterien geeinigt. Das ist einfach nie passiert, das ist falsch. Es gab nie Kirchenvertreter oder Kirchenväter, die eine tatsächliche Entscheidung getroffen haben, diese drei Kriterien zu benutzen. Es gab nie ein Treffen, wo sich Kirchenväter geeinigt haben, wie man systematisch Kanonizität von einem Buch prüft. Es ist nie passiert. Und ich weiß nicht, wie Terra X darauf kommt. Was stattdessen passiert ist, ist, die Kirchenväter haben einfach alle dieselben Kriterien verwendet, weil die Kriterien halt sinnvoll sind. Aber es ist nicht so, dass sie eine Entscheidung getroffen haben und schon gar keine offizielle Entscheidung getroffen haben, diese Kriterien zu verwenden und kein anderes. Das ist nie passiert. Das nächste und das, was mir wirklich viel getan hat, ist zwischen den Jahren 325 und 381. Wir fangen mal mit der ersten Jahreszahl an. Im Jahr 325 gab es ein wichtiges Ereignis in diesem Zusammenhang, nämlich das Konzil von Nicäa. Das erste Konzil von Nicäa, das mit Kaiser Konstantin, wo wir nachher auch nochmal drauf kommen, hat absolut
überhaupt gar nichts mit dem Kanon des Neuen Testaments zu tun. Und ich habe euch auch hierzu mein ausführlicheres Video mitgebracht. Das Konzil, was später nochmal explizit genannt wird und hier quasi mit der Jahreszahl, wo darauf hingewiesen wird, hat einfach nichts mit der Thematik zu tun. Es gibt keine Quelle, die das sagt. Ich sage nachher nochmal ein, zwei Sätze dazu. Und vor dem Jahr 325 haben wir schon explizite systematische Kanonlisten. Also wir haben ganz typisch Eusebius von Caesarea in seiner Kirchengeschichte Historia Ecclesiastica. Dort haben wir eine systematische Abgrenzung, welche Schriften echt sind, welche Schriften unecht sind, welche Schriften zurückgewiesen sind. Also das Jahr 325 ist einfach nicht das Startjahr für diesen Kanonisierungsprozess. Ich habe schon gesagt, der muratorische Kanon ist ungefähr aus dem Jahr 180. Das ist viel früher als das Jahr 325 und auch der hatte schon eine explizite Kanonliste. Auch da war schon wichtig. Das heißt, das Startjahr 325 ist einfach, steckt einfach nichts dahinter. Es ist irgendeine Jahreszahl, aber es stimmt einfach nicht. Und die Endjahreszahl 381 ist mir noch unklarer. Also mir ist völlig unklar, wie dieses Jahr, wie diese Jahreszahl entstanden ist. In dem Jahr, ich habe mal nachgeschaut, was in dem Jahr passiert ist. Es gab das erste Konzil von Konstantinopel, aber das hat absolut nichts mit dem Kanon des Neuen Testaments zu tun. Mir ist nicht mal eine Spekulation bekannt, dass es irgendwas damit zu tun hat. Im Gegensatz zum Konzil von Nicea. Also ich denke nicht, dass das Konzil hier gemeint ist. Ich weiß aber nicht, was sonst im Jahr 381 passiert ist, das in irgendeiner Form relevant ist. Im Jahr 382, also ein Jahr später, da gab es das Konzil von Rom. Und dort haben wir das Decretum Gelasianum. Das ist eine Liste von kanonischen Büchern. Allerdings, dieses Dekret ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine spätere Redaktion und nicht tatsächlich im Jahr 382 entstanden. Ich habe euch hier den klassischen Artikel von Dobschütz mitgebracht. Also vielleicht meinen sie das, aber dann ist irgendwie die Jahreszahl um eins verschoben und sie benutzen ein Konzil, in dem wahrscheinlich nichts mit dem Kanon der Bibel wirklich passiert ist. Keine Ahnung, warum hier das Jahr 381 steht. Es ist einfach falsch. Wie könnte man die Aussage verändern, sodass was Richtiges dasteht? Also im Jahr 180 haben wir den muratorischen Kanon, das ist die erste wirkliche Kanonliste. Das heißt, da haben wir das erste Mal, dass sich jemand denkt, okay, wir müssen eine Liste von kanonischen Schriften haben. Die Kriterien, die genannt wurden, die drei sind in Ordnung. Vielleicht kann man noch andere Details bringen und andere Kriterien bringen, aber da habe ich jetzt nichts groß dagegen. Und dann, was kann man als Endjahr sagen? Wo war der Kanon des Neuen Testaments fixiert? Man könnte sagen, das Jahr 367 mit dem 39. Osterbrief von Athanasius, aber es ist vielleicht noch ein bisschen unsicher. Ganz sicher ist es auf jeden Fall im Jahr 393, da haben wir die Synode von Hippo Regio. Das ist ein Kirchenkonzil, das hatte wirklich was mit dem Thema zu tun und das hat unseren heutigen Kanon ratifiziert. Das heißt, die Zeitspanne ist eher so 180 bis 393 als 325 bis 381. Okay. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und den Abschnitt umformuliert und alle Fehlinformationen durch korrekte Informationen ersetzt. Und so hätte man es sagen können, sodass wirklich alles stimmt, was man sagt. Nachdem etwa 180 nach Christus mit dem muratorischen Kanon die erste Auflistung von Büchern im Neuen Testament geschrieben wurde, hat sich bis ins 4. Jahrhundert hinein nach und nach unser heutiger Kanon herausgebildet. Dabei wurden besonders drei Kriterien für die Aufnahme in den Kanon beachtet. Apostolizität, frühe Verfasserschaft und Orthodoxie. Als am Ende des 4. Jahrhunderts eine einheitliche Meinung existierte, wurde diese zuerst auf der Synode von Hippo Regio 393 nach Christus niedergeschrieben. Und damit hat man dasselbe Thema bearbeitet, aber Dinge gesagt, die tatsächlich stimmen. Und nicht sich einfach irgendwelche Jahreszahlen aus dem Ärmel geschüttelt. Okay, wir hören mal weiter, denn es wird im nächsten Fakt Nummer 3 nicht besser. Doch auch andere Entwicklungen beeinflussten den Entscheidungsprozess. Fakt Nummer 3. Geld entschied über den Inhalt der Bibel. Und damit kommen wir zu unserem dritten Fakt über die Bibel. Denn im Rahmen einer kirchlichen Versammlung im Jahr 325 verständigten sich die Kirchenvertreter auf die erste grobe Zusammensetzung der Bibel.
Okay, und hier wird jetzt das explizit gemacht, was vorher durch die Jahreszahl 325 implizit dastand, nämlich das Konzil von Nicäa I, was angeblich über die Bibel entschieden hat. Wie gesagt, das ist ein vollkommener Mythos, das ist einfach nicht richtig, es ist nichts Wahres an dieser Aussage dran. Ich habe ein ausführliches Video dazu, was ich hier nochmal verlinke. Es gibt einen einzigen Nebensatz in einer einzigen historischen Quelle, der überhaupt einen Zusammenhang zwischen dem biblischen Kanon und dem Konzil von Nicäa herstellt. Und das ist Hieronymus in seinem Vorwort zu Judith. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie gesagt, schau dir das ausführliche Video gerne an. Jede einzelne andere historische Quelle, ohne Ausnahme, die wir über dieses Konzil haben, schweigt über diese Tatsache. Insbesondere haben wir Leute, die über das Konzil reden und über den Kanon der Bibel reden, zum Beispiel der angepriesene Eusebius von Caesarea oder Athanasius. Aber beide bringen diese Themen nicht in Zusammenhang. Aber der Kanon der Bibel wäre ein unglaublich wichtiger Teil des Konzils gewesen, wenn es passiert wäre. Das heißt, die Tatsache, dass niemand darüber redet, ist ein extrem starkes Indiz dafür, dass es nicht passiert ist. Und mir ist kein einziger Wissenschaftler bekannt, wirklich nicht ein einziger, der der ernsthaften Meinung ist, dass das Konzil von Nicäa über den Kanon der Bibel entschieden hat. Ich habe euch noch zwei Zitate davon mitgebracht. Das erste ist von F.F. Bruce, The Canon of Scripture, Seite 231. Augustinus bedachte, obwohl er die 27 ihm überlieferten Bücher empfing, wie andere christliche Denker diese Frage, warum diese und nicht andere? Er beginnt seine Liste der kanonischen Bücher mit der folgenden Bemerkung. Unter den kanonischen Schriften wird der Interpret der heiligen Schriften nach dem folgenden Standard urteilen. Die zu bevorzugen, die von allen katholischen Kirchen empfangen, denen vorzuziehen, welche manche nicht empfangen. Wiederum unter diesen, welche nicht von allen empfangen sind, wird er diese bevorzugen, die von einer größeren Anzahl an Kirchen und denen größerer Autorität bewilligt werden. Es ist daher klar, dass, als Augustinus schrieb, kein kirchliches Konzil eine Entscheidung über den Kanon getroffen hatte, die als Stimme der Kirche verstanden werden konnte. Alle 27 Bücher waren ihm und seinen Zeitgenossen übergeben worden, aber nicht mit der gleichen Autorität. Die Praxis der verschiedenen Kirchen variierte und größerer Respekt wurde denen mit größerem Prestige geschenkt oder der Meinung der Mehrheit. Warum ist das, was ich gerade gesagt habe, relevant? Weil dieser Augustinus in den 380ern, 390ern gewirkt hat. Zumindest dieses Zitat, was ich gerade von ihm vorgelesen habe. Das heißt, dieser Augustinus, 60 Jahre nach dem Konzil von Nicäa, hatte keinen festen Kanon und keine Entscheidung darüber von einem Kirchenkonzil. Mit anderen Worten, das Konzil von Nicäa hat keine Entscheidung getroffen, sonst hätte Augustinus das natürlich gewusst. Und damit ihr nicht sagt, dass ich hier nur irgendwelche protestantischen Neutestamentler vorlese, habe ich euch noch Bud Ehrman mitgebracht, ein Agnostiker, Atheist, und in seinem Buch Truth and Fiction in the Da Vinci Code, Seiten 23 und folgend, schreibt er folgendes. Tiebing argumentiert beispielsweise, dass die christliche Bibel, die wir heute haben, von Konstantin selbst zusammengestellt wurde, in einem Versuch, die Einheit der Kirche zu garantieren, welche er als bindende Kraft für das Imperium zu gewinnen versuchte. Diese Behauptung ist, wie wir sehen werden, völlig falsch. Die Formierung des Neuen Testamentes war ein langer Prozess, der Jahrhunderte vor Konstantin begann und erst weit nach seinem Tod vollendet war. In Realität hatte er nichts damit zu tun. Okay, wir sehen nachher nochmal ein paar Dinge, die Terra X über Konstantin sagt. Liebes Terra X-Team, in aller Liebe, in aller Nachsicht, dass jeder Fehler machen kann und mal solche Dinge übersehen kann. Ihr verbreitet in eurem Video ganz klare, unverzeihliche Falschaussagen. Ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht. Denn es ist nicht schwer, diese Dinge rauszufinden. Es reicht, das einmal auf Google einzugeben und mal 5, 6, 7 Quellen dazu durchzulesen. Da merkt man, oh, die sagen ja alle dasselbe. Und zwar, dass Konstantin nicht den Kanon der Bibel festgelegt hat. Was ihr bis jetzt schon gesagt habt und was noch kommen wird, enthält so viele Falschaussagen, dass es meiner Meinung nach absolut unverzeihlich ist. Wir schauen uns jetzt das Video weiter an und werden noch über ein paar Details reden. Bis zu diesem Zeitpunkt waren sich die christlichen Kirchenführer uneinig darüber, welche Bücher nun den christlichen Glauben und damit auch das gesellschaftliche Zusammenleben am besten repräsentierten. Okay, und es gibt einen Kern von Wahrheit in der Aussage, im Jahr 325 gibt es keinen festgeschriebenen christlichen Kanon. Wenn das die Aussage war, dann ist sie richtig. Ich möchte nur noch ein bisschen Perspektive draufbringen und sozusagen die andere Seite beleuchten.
im Anfang vom 4. Jahrhundert, insbesondere im Jahr 325, gibt es bis auf die syrische Kirche, die ein bisschen ein Außenseiter ist in der Diskussion, keine Fragen mehr über den Kanon des Neuen Testaments, außer die folgenden Bücher. Offenbarung, 2. Petrus, 2. und 3. Johannes, Jakobus, Judas, Hebräer. Alle 20 anderen kanonischen Bücher, die heute kanonisch sind, waren im Jahr 325 völlig ohne Frage allgemein akzeptiert. Das heißt, wir haben im 4. Jahrhundert nur noch Diskussionen über 7 von 27 Büchern. Nur für den Kontext. Alle heute nicht kanonischen Bücher waren in diesem Zeitpunkt allgemein als Schrift abgelehnt. Ja, also am Anfang des 4. Jahrhunderts ist niemand rumgelaufen und hat gesagt, der Hirte des Hermas oder der Barnabasbrief, die sind wirklich Schrift und Leute haben ihm geglaubt. Vielleicht einzelne Leute mit einer seltsamen Einzelmeinung, aber ich denke, selbst das passiert im 4. Jahrhundert nicht mehr. Wir haben im 4. Jahrhundert eine Diskussion über die 7 letzten Bücher in der Bibel und wir haben eine Diskussion darüber, dass die Meinung über die anderen 20 und die restlichen 7 irgendwann mal niedergeschrieben wird. Das heißt, es ist nicht so, dass wir im 4. Jahrhundert irgendwann Leute haben, die merken, oh, wir sollten uns mal Gedanken machen, welche Bücher in unsere Bibel gehören, sondern was wir stattdessen haben, ist Leute, die sagen, okay, wir haben die 20 Bücher, über die wir uns vollkommen einig sind, jetzt haben wir hier noch die 7 Bücher, wo wir nicht ganz sicher sind, was wir damit machen sollen, lass uns drüber reden. Das ist das, was im 4. Jahrhundert tatsächlich noch passiert. Der damalige römische Kaiser Konstantin der Große brachte den Entscheidungsprozess entscheidend voran. Er wollte nämlich das Römische Reich stabilisieren und die lang anhaltende Verfolgung der Christen beenden. Als erster Kaiser wandte sich Konstantin der Große dem Christentum zu. Auch weil er seine politische Macht durch einen einheitlichen Glauben im Römischen Reich verfestigen wollte. Doch um eine Vereinheitlichung voranbringen zu können, benötigte er eine endgültige Version der Bibel, mit welcher sich das Wort Gottes verbreiten ließ. Dr. Bart Ehrmann schreibt Folgendes. Tübingen argumentiert beispielsweise, dass die christliche Bibel, die wir heute haben, von Konstantin selbst zusammengestellt wurde, in einem Versuch, die Einheit der Kirche zu garantieren, welche er als bindende Kraft für das Imperium zu gewinnen versuchte. Kommt euch sicherlich bekannt vor, nachdem wir gerade die Aussagen von 3x gehört haben. Diese Behauptung ist, wie wir sehen werden, völlig falsch. Die Formierung des Neuen Testamentes war ein langer Prozess, der Jahrhunderte vor Konstantin begann und erst weit nach seinem Tod vollendet war. In Realität hatte er nichts damit zu tun. Damit sich die Vertreter einheitlich und schneller auf bestimmte Schriften einigten, bot er den Kirchenvertretern Geld an. Diese nahmen das Angebot an und der Grundbaustein der ersten christlichen Bibel war gelegt. So war die erste Bibel genau genommen also bezahlte Arbeit, wurde unter Beobachtung von Konstantin dem Großen fertiggestellt. Okay, also wie gesagt, Konstantin hat nichts mit gar nichts zu tun. Das, was er hier sagt, dass Konstantin die Kirchenväter bezahlt hat, ist, dass Konstantin den Kirchenvätern Reisegelder bezahlt hat, damit sie zum Konzil von Nicäa kommen. Okay, aber wie gesagt, es hat nichts mit der Entstehung der Bibel zu tun. Also wenn ihr euch über diese Tatsache irgendwie streiten wollt, viel Spaß dabei, aber es hat nichts mit der Bibel zu tun. Und der andere Punkt, den ich nochmal einfach nur für Kontext hervorheben will, ist im Jahr 100 nach Christus, 200 Jahre vor Konstantin, waren alle Bücher der Bibel fertig geschrieben. Und die Bücher wurden später nicht editiert. Sie wurden nicht mehr verändert, großflächig irgendwie abgeändert und neu geschrieben. Es wurden später keine Bücher mehr dazu geschrieben. Das heißt, der Kontext ist, die Bücher sind alle fertig und wir fragen uns, welche gehören dann in die Bibel? Die Bücher wurden nicht mehr angefasst, verändert, neu geschrieben. Sowas ist nie passiert. Okay, wir hören mal weiter und jetzt können wir uns ein paar Sekunden lang beruhigen, weil jetzt wieder Sachen kommen, die nicht ganz falsch sind. Wir hören mal weiter rein. Fakt Nummer 4. Die Verbreitung der Bibel. Erst das römische Imperium machte die massenhafte Verbreitung der biblischen und damit christlichen Werte möglich. So wurde fast zeitgleich das Christentum im Jahre 380 im Römischen Reich zur Staatsreligion erklärt und die Bibel fertiggestellt.
Der damalige Papst Damasus erklärte Rom zur heiligen Stadt und die herausragende Infrastruktur des damaligen Imperiums ermöglichte schlussendlich die weite Verbreitung des Christentums, aber auch der Bibel. Okay, und das ist nicht ganz falsch. Ich habe hier mal eine Karte mitgebracht. Ist leider keine Legende drauf, aber die dunkelblauen Stellen sind die, wo im Jahr 320 ungefähr das Christentum quasi ansässig war, wo viele Leute Christen waren. Und die hellblauen Regionen sind die Regionen, wo im Jahr 600 der Großteil der Leute Christen waren. Das heißt, wir sehen, das stimmt. Nachdem die Verfolgung der Christen aufgehört hat, hat sich das Christentum ausgebreitet. Und das stimmt, nachdem das Römische Reich christlich geworden ist, konnte sich das Christentum durch die Infrastruktur des Römischen Reiches ausbreiten. Das heißt, das ist ziemlich richtig, was Sie hier gesagt haben. Und ich will nicht so tun, als wäre alles schlecht an diesem Video. Was wir nochmal für Kontext wissen müssen, ist, bevor das Christentum nicht die Staatsreligion war, war es nicht nur nicht die Staatsreligion und nicht gesponsert, sondern es war im Großen und Ganzen verboten und man wurde dafür hingerichtet, wenn man Christ war. Das heißt, ja, allein schon die Tatsache, dass die Römer irgendwann aufgehört haben, die Christen umzubringen, wenn sie Christen waren, das hat natürlich dazu geführt, dass das Christentum dann sich etwas leichter ausbreiten könnte. Also hier hat der Reichs einfach mit dem, was sie sagen, recht. Okay, hören wir weiter rein. Fakt Nummer 5. Alternative Fakten. Im historischen Sinne haben viele berühmte Figuren wie beispielsweise Adam und Eva nie gelebt und Jesus lief auch nie wirklich übers Wasser. Okay, die Stelle über Adam und Eva ist super kompliziert. Es gibt verschiedene Meinungen, selbst unter Christen gibt es verschiedene Meinungen, ob die nun existiert haben oder ob es Metaphern sind, solche Geschichten. Und da werde ich tatsächlich jetzt heute nicht drüber reden. Wir nehmen mal die Geschichte, Jesus lief nie wirklich übers Wasser. Okay, wir fragen uns einfach mal, woher weiß Terra X oder der Sprecher hier, dass Jesus nie übers Wasser lief? Naja, es steckt die Annahme dahinter, dass Naturalismus richtig ist, dass Atheismus richtig ist, steckt die Annahme dahinter, dass solche Wunder, wie das, was hier beschrieben wird, nicht passieren können. Woher weiß er das? Naja, es ist eine Annahme aus einem Weltbild. Und das müssen wir als Christen ein bisschen mitbekommen, wenn Leute solche Annahmen haben und machen und weitergeben, als wäre es offensichtlich. Aber haben wir irgendeine andere Grundlage, die Geschichte abzulehnen? Wir können sagen, okay, es ist ein Wunder und ich glaube Wunder einfach nicht. Aber gibt es irgendeinen anderen Grund, die Geschichte abzulehnen? Ich denke nicht wirklich. Wir haben keinen anderen Augenzeugenbericht, der dem in der Bibel widersprechen würde. Oh, gibt es einfach nicht. Sondern stattdessen haben wir die Erzählung, dass ein Wunder passiert ist und man lehnt einfach das Wunder ab, weil man denkt, das Wunder nicht passieren. Okay. Was ist die richtige Antwort für uns Christen auf die Sache? Naja, wir sollten Leuten zeigen können, dass Wunder tatsächlich passieren. Das Beste ist die Auferstehung von Jesus oder, wie ich es gerade in meiner Serie mache, Prophetie in der Bibel. So, einfach nur ein kleiner Hinweis, bemerkt es, wenn Leute Grundannahmen über ihre Weltanschauung nehmen, als offensichtlich hinsetzen und dann weiter verbreiten. An vielen Stellen ist der historische Gehalt der Bibel minimal. Okay, ich habe euch hier, ich denke, drei Beispiele mitgebracht, wo der historische Gehalt der Bibel maximal ist und perfekt mit der Historie zusammenstimmt und besser mit der Geschichte zusammenstimmt als die Wissenschaft bis vor kurzem. Zum Beispiel, das erste ist Namen in den Evangelien. Okay, das klingt unglaublich langweilig, aber bitte hört mir trotzdem zu. Eine Wissenschaftlerin mit Namen Tali Lahn hat eine Auflistung von üblichen Namen in Palästina gemacht, zwischen den Jahren 330 vor Christus und 200 nach Christus. Okay, das ist ein riesiges Lexikon, wo übliche Namen in Palästina drinstehen. Wie gesagt, langweilig, aber jetzt wird es spannend. Wenn wir uns das Neue Testament anschauen und gucken, welche Namen kommen im Neuen Testament ganz häufig vor, und wenn wir uns diese Liste von Tali Lahn anschauen, welche kommen da ganz häufig vor? Dann sehen wir, oh, die Listen passen perfekt zusammen. Okay, was bedeutet das? Warum ist das signifikant? Wenn Autoren sich Geschichten ausdenken, dann verwenden sie Namen, die im Normalfall mit ihrer Umgebung zusammenpassen. Also nicht mit der Umgebung, wo die Geschichte spielt, die sie sich ausdenken, sondern mit der Umgebung, wo sie selber leben. Das ist
das, was passiert, wenn man sich eine Geschichte ausdenkt. Aber das haben wir im Neuen Testament nicht. Sondern wir haben Leute, die genau die Namen wiedergeben, die in Palästina im ersten Jahrhundert häufig waren. Das heißt, was wir sagen können, ist, die Schriften im Neuen Testament passen sehr genau zu den historischen Daten aus der Situation. Wir schauen uns mal einen Gegensatz dazu an. Einige der apokryphen Werken des Neuen Testamentes kann man sich auch so anschauen, kann auch den Namen vergleichen. Und da stimmt die Verteilung von Namen nicht mehr. Und da wird es jetzt interessant. Wir haben nämlich jetzt Apokryphen aus dem Neuen Testament, also irgendwelche anderen Schriften, die heute nicht in unserer Bibel sind. Und wenn wir uns da anschauen, passen die Namen zu der angeblichen Umgebung, ist die Antwort nein. Das heißt, was wir hier haben, ist das Neue Testament, was die Situation und die Historie komplett richtig trifft, und andere Werke, die nicht in unserer Bibel sind, die das genau nicht tun. Das zweite Beispiel für die historische Korrektheit der Bibel ist Daniel und Belshazzar. In Daniel 5, Vers 1 steht, dass Belshazzar König von Babylon war. Wenn man sich die Geschichtsschreibung in der Antike anschaut und sich anschaut, was haben die antiken Historiker über diese Sache gesagt, dann bemerkt man, dass die nicht wussten, wer dieser Belshazzar ist und dass er König von Babylon war. Diese Person ist einfach irgendwie aus der Historie rausgefallen, weil er nicht so super relevant war. Zum Beispiel haben wir hier Josephus aus den jüdischen Altertümern. Der schreibt eine Geschichte über das jüdische Volk. Er kommt zu der Stelle in Daniel und er weiß oder er denkt, in seiner Zeit ist die übliche historische Meinung, dass dieser Belshazzar nicht existiert hat. Und wir schauen uns jetzt an, was er dazu sagt. Als Abel-Marodach, ein anderer König, nach 18-jähriger Regierung starb, ging die Herrschaft auf seinen Sohn Neglissa über, der dieselbe 40 Jahre lang bis zu seinem Tod innehatte. Nach ihm bestieg den Thron sein Sohn Labozardach, der nur 9 Monate regierte. Als dann folgte Balthasar, der von den Babyloniern Nabuandel genannt wird. Okay, Balthasar ist Belshazzar, ist nur eine andere Schreibweise, eine andere Transliteration vom Hebräischen an der Stelle. Das heißt, hier haben wir Josephus, der ein Jude ist, der ans Buch Daniel glaubt und der jetzt sozusagen ein bisschen Apologetik macht hier und versucht einen Grund zu finden, warum die Bibel diesen König Belshazzar nennt, obwohl in den historischen Quellen zu seiner Zeit gewusst ist, dass dieser Nabuandel oder Nabonidus, wie man ihn heute nennen würde, dass der letzte König von Babylon war. Das heißt, wir haben hier ein super Zeugnis dafür, wie ein Jude bemerkt, oh, irgendwie das, was Daniel sagt, passt nicht zu dem, was die anderen Historiker sagen. Und der versucht, das zu harmonisieren. Man hat dann später herausgefunden, irgendwann im 19. Jahrhundert, dass seine Zusammenführung, seine Harmonisierung einfach nicht stimmt. Man hat die Nabonid-Chroniken gefunden. Und das sind Keilschrifttexte aus dem alten Babylon. Und die bestätigen, dass Belshazzar der Sohn von Nabonidus war, der Regent über Babylon war, als sein Vater Nabonidus irgendwo unterwegs war, auf Feldzügen oder sowas. Und das heißt, wir haben plötzlich Keilschriften gefunden und ganz handfeste Beweise gefunden, dass dieser Belshazzar existiert hat und der König von Babylon war, insbesondere in der Stadt Babylon, wo Daniel gewesen ist. Was wir haben, ist das Buch Daniel, was absolut historisch akkurat ist, obwohl antike Historiker in anderen Quellen diese tatsächliche Historie vergessen haben. Das heißt, wir haben hier eine Stelle, wo die Bibel einfach ein besseres historisches Buch ist, in diesem einen Punkt, als andere Historiker. Was ich damit sagen will, ist, zu sagen, dass die Bibel historisch nicht brauchbar ist, ist einfach Blödsinn. Wir haben ganz viele solche Punkte, wo die Bibel sehr akkurate Informationen bringt. Ein anderes Beispiel ist der Teich von Bethesda. Im Johannesevangelium in Kapitel 4, da wird ein Teich beschrieben mit 5 Säulenhallen. Und man hat bis ins 19. Jahrhundert wieder nicht gewusst, wo dieser Teich ist. Man hat gedacht, na, der existiert einfach nicht. Johannes hat hier irgendeinen theologischen Punkt gemacht und hat sich den Teich ausgedacht, weil man nicht wusste, wo er ist. Okay? Und dann hat man irgendwann Ausgrabungen gemacht, hat den Teich gefunden und siehe da, es ist ein Teich mit 5 Säulenhallen. Okay? Johannes hatte einfach sehr gute, detaillierte Informationen über den Ort, über den er geschrieben hat. Die Namen im Neuen Testament passen genau zu dem, was wir erwarten. Das Buch Daniel wusste mehr über Belshazzar als spätere griechische Historiker. Und es gibt noch ein paar andere Punkte, die man nennen könnte. Die Bibel hat sehr großen historischen Gehalt. Selbst wenn man sich über zum Beispiel Adam und Eva streiten kann, das stimmt, gibt es viele Punkte, wo die Bibel in dem, was sie sagt, sehr akkurat ist. Und diese Karikatur zu sagen, dass
die Bibel einfach kein historisches Werk ist und historisch unbrauchbar ist, stimmt einfach nicht. Aber es wird in unserer Kultur so häufig wiederholt, dass ganz viele Leute das glauben. Und da will ich ein bisschen gegensteuern. Jetzt hören wir uns an, was Terra X meint, dass die Bibel über sich selber denkt, und dann schauen wir uns an, was die Bibel wirklich über sich selber denkt. Es ging eher darum, den Leser zu fesseln, statt Tatsachen zu referieren. Wir schauen mal, was die Bibel tatsächlich über sich selber sagt, was ihr Ziel ist. Das erste ist, wir gehen in Johannes Kapitel 20 ab Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Was ist der Grund, warum Johannes sein Evangelium schreibt? Damit ihr glaubt. Und das Wort Glauben, in unserer Kultur heute, denken viele, Glauben heißt Glauben ohne Beweise, heißt einfach nur Glauben haben, ohne dass man irgendeinen Grund hat für seinen Glauben. Aber das ist nicht, was das Wort Glauben wirklich bedeutet, sondern es heißt, diese sind geschrieben. Was sind das? Das sind Augenzeugenberichte von tatsächlichen Ereignissen. Und die sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Damit ihr einen Grund habt, zu glauben. Und im selben Evangelium, ein Kapitel später, im vorletzten Vers vom Evangelium, finden wir die Aussage noch mal ein bisschen stärker. Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Okay, das ist der Jünger, also er sagt, ich bin dieser Jünger, der das gerade schreibt oder der es gerade diktiert, der von diesen Dingen zeugt, er ist ein Zeuge, er war da, hat es gesehen und kann Zeugnis ablegen, so wie man vor Gericht geht und ein Zeugnis ablegt, und der dies geschrieben hat. Was sehen wir? Ah, das Johannes-Evangelium sagt, guten Tag, ich bin von Augenzeugen geschrieben. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Worum geht es dem Johannes-Evangelium? Es geht darum, ein wahres Zeugnis abzugeben. Es geht darum zu sagen, ihr könnt diesem Ding vertrauen und glauben, was ich sage, weil ich ein Augenzeuge bin und das, was ich sage, wahr ist. Und du kannst ja sagen, okay, vielleicht ist er einfach nur verwirrt oder vielleicht ist sein Zeugnis falsch oder er hat gelogen. Aber die Intention des Buches kann man nicht zwischen den Zeilen rauslesen, sondern die steht ganz offensichtlich da. Das Buch sagt, ich bin ein Augenzeugenbericht, und was ich sage, ist wahr. Es ist historisch korrekt. Und dieselbe Aussage haben wir nochmal etwas stärker im Lukas-Evangelium in den ersten Versen. Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Nochmal die Frage. Terra X hat gesagt, es geht der Bibel darum, den Leser zu fesseln, statt Tatsachen zu referieren. Was sagt die Bibel über sich selber? Sie sagt, schon viele haben Berichte geschrieben und Augenzeugenberichte über diese Ereignisse verfasst. Dann sagt Lukas, diese Dinge sind von Anfang an von Augenzeugen überliefert worden. Bemerkt ihr was? Augenzeugen sind wichtig. Und deswegen hat es auch mir, Lukas, gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, ist dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Das Lukas-Evangelium beginnt und sagt, guten Tag, ich bin ein Augenzeugenbericht, ich habe die ganz viele Augenzeugen befragt und ich schreibe der Reihe nach auf, was passiert ist, damit du weißt, dass es stimmt. Das Lukas-Evangelium beginnt und sagt, ich bin ein Tatsachenbericht. Und wie gesagt, du kannst sagen, okay, die Tatsachen sind einfach falsch, aber die Intention des Lukas-Evangeliums ist, ein Tatsachenbericht zu sein. Und viele Menschen heute wollen das nicht einsehen, weil sie die Tatsachen nicht mögen oder weil sie einfach nicht wissen, dass diese Verse existieren. Das kann ja auch sein. Ich unterstelle hier keinem schlechte Absichten in dem Fall. Aber der Punkt ist, die Bibel will den Leser fesseln. Okay, in einer gewissen Art und Weise schon, aber sie ist ein Tatsachenbericht. Die Bibel versteht sich als Bericht von Augenzeugen. Und das heißt, deine Reaktion auf die Bibel kann nicht sein,
Naja, aber die Bibel meint es ja eh nicht so genau und es sollen ja eh keine Tatsachenberichte sein. Doch, sollen es. Und die Bibel sagt selber, dass das so ist und dass sie ein Tatsachenbericht ist. Und das wird leider von vielen in unserer Kultur heute einfach ignoriert oder nicht gewusst. Und deswegen will ich euch wachrütteln und sagen, die Bibel ist ein Bericht von Augenzeugen. Vor allem die Evangelien, in denen ist es ganz wichtig, und die Apostelgeschichte. Wir hören uns jetzt noch die letzten Aussagen von diesem Video an, dann gibt es noch ein kurzes Fazit. Etwas zu veranschaulichen, statt die Geschichte 1:1 zu transportieren. Die Bibel lässt sich, so der Bibelforscher Ernst Axel Knauf, mit einem Museum vergleichen. Es enthält großartige Stücke aus 1000 Jahren Geschichte, aber die wenigsten sind beschriftet. Und bei manchen wurden die Erklärungen vertauscht. Die Bibel und alles, was sie transportiert, hat ihre Wirkkraft bis heute erhalten. Ihre religiöse und philosophische Bedeutung ist unbestritten, auch wenn der Inhalt historisch-kritischen Prüfungen nicht standhält. Und dank ihrer vielen Lehrstellen und Deutungsmöglichkeiten kann die Bibel immer wieder neu gelesen und verstanden werden. So bleibt sie, trotz ihres Alters, immer aktuell. Eben das Buch der Bücher. Also in diesem letzten Abschnitt kommt ein Zitat von Ernst Axel Knauf, der eine schöne poetische Aussage macht. Ich bin mir nicht sicher, was es bedeuten soll und deswegen versuche ich nicht, da jetzt genauer drauf einzugehen und lasse das einfach so stehen. Dann sehen wir nochmal die Behauptung, auch wenn sie historisch-kritischen Prüfungen nicht standhält. Okay, fragt euch nochmal, hat das Video, was wir gesehen haben, gezeigt, dass das so ist? Oder wird einfach stillschweigend angenommen, dass das so ist? Also das nächste dran, was passiert ist, ist vielleicht die Frage mit Adam und Eva, die wirklich ganz ehrlich schwer zu beantworten ist. Und ich bin mir unsicher, ob wir super tolle Beweise dafür haben, dass Adam und Eva existiert haben. Aber die Projektion von diesem Punkt der Unsicherheit ist gigantisch. Wir nehmen einen Punkt, wo wir als Christen einfach keine super starken Beweise für die Existenz von Adam und Eva haben. Und daraus wird projiziert, dass die Bibel im großen Ganzen historisch-kritischen Prüfungen nicht standhält. Aber das ist einfach nicht so. Wir haben drei Punkte gesehen, wo die Bibel sehr historisch akkurat ist, und zwar besser als die Wissenschaft bis so ins 19. Jahrhundert hinein. Wir haben gesehen, dass die Bibel sich als Augenzeugenbericht, besonders die Evangelien, die Apostelgeschichte, so sieht. Was machen wir damit? Lehnen wir das einfach ab und sagen, ach, die Bibel, das ist so ein Märchenbuch? Oder sagen wir, okay, die Bibel will so verstanden werden? Dann gucke ich mir jetzt an, was steckt hinter den historischen Aussagen. Oder dann schaue ich mir an, wie kann man zum Beispiel Genesis 1 verstehen? Wie kann man die Sachen verstehen? Welche Aussagen sind historisch richtig? Welche sind historisch absolut falsch? Und ich denke, wenn man das macht, sieht man, dass es sehr wenige Aussagen in der Bibel gibt, die historisch wirklich schwierig sind zu verstehen. Und tatsächlich denke ich, dass es keine Aussage gibt, die wirklich beweisbar falsch ist. Es gibt Aussagen, wo wir es nicht wissen. Adam und Eva würde ich zum Beispiel in die Kategorie stecken, das stimmt. Aber vor allem die Evangelien sind so akkurat und wollen sich als akkurat verstehen, dass es mich ein bisschen in Rage bringt, wenn Leute sagen, die Bibel stellt historisch-kritischen Prüfungen nicht stand. Also ein kurzes Fazit über das Video von heute. Es enthält einige Aussagen, die völlig unverzeihlich falsch sind. Insbesondere das, was über Konstantin und den Kanon der Bibel gesagt wird. Und die Aussagen werden auch nicht mit irgendwelchen Quellen belegt, es wird nicht zitiert, es gibt auch keine Fußnoten unter dem Video, zumindest im Moment noch nicht. Es wird einfach gesagt und das war's. Es werden einfach Dinge gesagt und die Dinge stimmen nicht. Und das hat einen Einfluss auf Leute, die dieses Video schauen. Und hier habe ich euch einen Kommentar mitgebracht. Das ist, was Leute mitnehmen, nachdem sie so ein Video mit so klaren falschen Aussagen sehen. 400 Jahre nach Jesus entstand die Bibel. Die Bibel war bezahlte Arbeit. Alles Fantasy und Märchen. Danke, das sagt alles. Leute schauen eure Videos, liebes TerraX-Team. Die schauen die Videos und manche von denen wissen nichts über das Thema. Und die schauen sich nach dem Video nicht die tatsächlichen Daten an und schauen sich nicht die tatsächlichen Quellen an und lesen keine Wissenschaftler zum Thema, sondern schlucken einfach, was ihr ihnen sagt. Also, liebe YouTuber, bitte überprüft eure Informationen, bevor ihr sie rüberbringt. Und liebe Zuschauer, bitte überprüft, was YouTube-Videos euch sagen.
Insbesondere überprüft auch gerne, was ich euch sage, und wenn ich einen Fehler mache, dann teilt es mir mit, dann kann ich es verbessern. Weil ich nicht will, dass Leute einfach nur meine Meinung aufnehmen, sondern ich will, dass Leute die Wahrheit finden. Und liebes TerraX-Team, nochmal, ich habe Nachsicht damit, wenn Menschen Fehler machen, und in aller Liebe, so ein Video geht gar nicht. Okay? Aussagen, die wirklich beweisbar falsch sind, wo es nicht schwer ist, die Wahrheit rauszufinden, wenn man ein bisschen Recherche betreibt. Und diese Sachen werden als Fakten verkauft und diese Sachen bringen Leute ins Stolpern. Weil die Leute sich einfach die Daten nicht anschauen und weil sie nicht nachgucken, wo ihr eure Informationen her habt. Seid gesegnet und bis zum nächsten Mal.